Die kompakte Antriebstechnik ist seit Jahren integraler Bestandteil des Backoff-Systems. Dieter, welche Vorteile und neue Möglichkeiten eröffnen sich durch den kompakten Formfaktor und wie lässt sich das Ganze in das bestehende IO-System integrieren? Das möchte ich kurz an dieser kleinen Applikation zeigen. Hier sieht man, dass die neuen Servoklemmen direkt an das bestehende IO-System anbereihbar sind und frei kombinierbar mit allen Klemmen aus dem IP20-Bereich. Dabei erfolgt die Versorgung der Klemmenelektronik wie gewohnt durch die durchgeschleiften Powerkontakte vom Buskoppler her. Lediglich die Zwischenkreisspannung wird extern eingespeist und das, wie bei allen Backoff-Servo-Lösungen, in einem variablen Spannungsbereich von 8 bis 48 Volt. Dazu schauen wir uns mal exemplarisch die leistungsstärkste Einkanal-Variante an. Hier generieren wir einen maximalen dauerhaften Ausgangsstrom von bis zu 16 Ampere effektiv. Dies entspricht einer elektrischen Ausgangsleistung von ungefähr 1 Kilowatt. Möglich wird dies unter anderem durch das zum Einsatz kommende Metallgehäuse. Dadurch erreichen wir eine sehr gute thermische Anbindung der Leistungselektronik, was zu einer optimalen Wärmeableitung führt. Des Weiteren garantiert dieses Gehäuse eine perfekte Abschirmung gegenüber elektrischen Störeinflüssen. Erstmalig bei den Servoklemmen haben wir hier eine steckbare Anschlusstechnik. Durch dieses komfortable Steckerfrontend in Push-In-Technik ermöglichen wir eine benutzerdefinierte und schnelle Installation im Feld. Für den Motoranschluss kommt natürlich die bewährte OCT, also die One Cable Technology, zum Einsatz. Das bedeutet, Motor, Bremse und Feedback werden über ein Kabel angeschlossen. Das Ganze gibt es nun auch erstmalig als Zweikanal-Variante. Hier fällt sofort auf, dass die Motoranschlussstecker kleiner ausfallen. Das liegt daran, dass es die Zweikanal-Variante nur bis zu einem maximalen Motorstrom von 8 Ampere effektiv pro Kanal gibt. In Summe erreicht man damit wieder die maximale Klemmausgangsleistung von bis zu 1 Kilowatt. Bei dieser neuen Produktfamilie der Servoklemmen ist die Funktionskompatibilität zu den bestehenden Servolösungen natürlich garantiert. Mehr noch, durch neue Features und Funktionen erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten. Dazu zählen unter anderem erweiterte Filterfunktionen, eine integrierte Coggin-Kompensation oder auch die Drehzahl-Drehmoment-Vorsteuerung, um hier nur eine wenige zu nennen. Über den oberen Anschlussstecker lassen sich zusätzlich digitale Eingänge anschließen. Diese können direkt für antriebsnahe Funktionen genutzt werden. Dazu zählen unter anderem das Latchen von Positionswerten oder aber auch das Erfassen der Endlagen. Hier kann zusätzlich bei Bedarf noch ein externer Bremswiderstand angeschlossen werden. Das bedeutet, die Shopper-Funktionalität ist bereits Bestandteil dieser Klemmen. Bei dieser neuen Baureihe starten wir mit drei Leistungsklassen. Wir beginnen bei der 4,5 Ampere Variante, hochskaliert auf die 8 Ampere Variante bis hoch zur 16 Ampere Variante. Dabei gibt es die unteren beiden Leistungsklassen als Ein- und Zweikanal-Varianten und die oberste Leistungsklasse ausschließlich als 16 Ampere Variante. Ja, Dieter, jetzt reden wir ja hier über rotierende Teilen. Das heißt, wir treiben hier mit der Servoklemme einen Motor an und da entsteht natürlich ein Gefährdungspotenzial. Wie können wir dem entgegenwirken? Was für Safety-Funktionen unterstützt die Servoklemme? Safety ist natürlich eine Kernfunktion bei dieser neuen Produktfamilie. Es gibt diese ELM-Servoklemmen in zwei unterschiedlichen TwinSafe-Ausbaustufen. Die Basisvariante unterstützt die Funktion STO, also Safe Torque Off bzw. SS1 über FSOE. Aber mehr noch, bereits hier ist die TwinSafe Logic integriert, was es dem Anwender ermöglicht, die Sicherheitsapplikation direkt auf der Klemme laufen zu lassen. Da hier das Sicherheitsprotokoll über FSOE übertragen wird, also direkt über EtherCAT getunnelt wird, entfällt zusätzlicher Verdrahtungsaufwand, um sicherheitstechnische Funktionen zu realisieren. Die erweiterte Variante beinhaltet hierbei ein vollumfängliches Safe-Motion-Paket. Dies ermöglicht zusätzliche, zu den bereits erwähnten Sicherheitsfunktionen der Basisvariante, weiterreichende Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel SLS, also Safe Limited Speed, oder auch SLP, sprich Safe Limit Position. Durch diese Variationsmöglichkeiten aus Leistung, Kanalanzahl und Safety-Optionen ergeben sich somit in Summe 10 neue Produkte. Wie anfangs erwähnt, 5 Klemmen, die sich hinsichtlich Kanalanzahl bzw. Ausgangsleistung unterscheiden. Und diese 5 Varianten gibt es dann entweder mit dem TwinSafe-Basispaket oder mit dem kompletten Safe Motion
Paket. Zum Abschluss möchte ich natürlich noch erwähnen, dass sich gerade bei den Zwei-Kanal-Varianten durch die Kanalbündelung der Preis bezogen auf eine Servo-Endstufe signifikant reduziert.